Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Waffenguide. Heute beschäftigen wir uns mit dem Sturmgewehr AUK A3, welches zu den Gewehren aus dem Basisspiel gehört und man ohne Auftrag nach 48.000 Sturmsoldatenpunkten freischaltet. Die Waffe stammt aus der österreichischen Steyr-Mannlicher GmbH und wird mit 5,56x45mm NATO-Munition bestückt und schießt diese sowohl im Einzel- als auch im Dauerfeuermodus ab. Das Magazin hat eine Größe von 30 Schuss plus einen im Lauf. Auf eine Distanz bis 8 Meter macht die AUK A3 einen Schaden von 25, ab dort sinkt er bis 55 Meter auf einen Wert von 18 Schadenspunkten. Von da an bleibt der Schaden gleich stark. Somit braucht man für den Kopf 2 bis 3 Treffer, für den Torso 4 bis 6 und für die Beine 5 bis 7. Das Gewehr hat zwar eine recht schwache Feuerrate von 700 Rounds per Minute, macht diese mit der hohen Kugelgeschwindigkeit von 670 Meter pro Sekunde jedoch wieder wett. Außerdem hat die AUK A3 eine für Sturmgewehre ziemlich hohe Präzision, denn die Streuung beträgt gerade einmal 0,25 mit einem ebenfalls sehr geringen Streuungsanstieg von nur 0,091. Allerdings ergeben sich beim Rückschlag relativ hohe Werte. Ist zwar der Vertikalrückschlag von 0,26 noch recht gut, verzieht die Waffe beim Schießen um 0,35 nach links bzw. 0,25 nach rechts. Auch der Verzug beim ersten Schuss um 2,4 ist recht hoch, ebenfalls ist die Nachladezeit von 2,5 Sekunden, wenn sich noch mindestens eine Kugel im Lauf befindet, und 3,1, wenn er gänzlich leer geschossen ist, ziemlich hoch. Zubehör wie Laser und Co. braucht die AUK A3 eigentlich nicht, da sie eher eine Waffe für mittlere bis längere Distanzen ist. Allerdings sollte man den starken Rückschlag beim ersten Schuss mit dem angewinkelten bzw. Klappgriff minimieren. Beim Lauf habe ich den schweren ausgewählt, da dieser die ohnehin schon gute Präzision noch weiter verstärkt. Zwar erhöht sich dadurch der vorher noch geringe vertikale Rückstoß um 50%, allerdings ist der dann immer noch auf dem Level einer beispielsweise AEK oder Ace-23, welche sich im Mittelfeld befinden. In Kombination mit der hohen Kugelgeschwindigkeit wird die AUK A3 danach zum absoluten Biest auf mittlere bis längere Distanzen. So, ich weiß natürlich, dass es schon etliche Waffenguides zur AUK A3 gibt, allerdings wollte ich dieses Setting mit euch auf jeden Fall mal teilen, weil ich das richtig geil finde. Naja, ich hoffe, es hat euch gefallen, mir auf jeden Fall. Das wird sicherlich nicht das letzte Video dieser Art gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen, ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder. Bis dahin, sei schon mal ciao und haut rein!